Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Andreas Schaufert ist bei mir nochmal, weil wir natürlich immer viele interessante Gesundheitsthemen haben. Du hast ein umfangreiches Wissen, Erfahrungswissen, du probierst alles Mögliche aus. Wir haben über den iWant ja schon gesprochen, oder iWant, nicht iWant. Und jetzt hast du aber etwas, auch ist das von dem gleichen, Nein, nicht der ist ein anderer gleiche. Erfinder, aber ein Raumenergie. Gerät oder wie könnte man das bezeichnen? Das ist richtig, das wäre vom gleichen Erfinder. Also er sagt ja, das haben wir glaube ich schon erzählt kurz, er sagt ja, dass er mittels von seltenen Erden und diesem Licht geht er in die Atome und richtet dort die Protonen und Neutronen aus in eine strukturierte Form. Und dann hat er ein kleines Gerät, das nennt er Raumenergetisierer, hat er eigentlich ursprünglich entwickelt als Klangverbesserer. Der ist ja Tontechniker, hat mir super Boxen vorgespielt und hat dieses Gerät, stellst du in den Raum und dann scheint das, oder was heißt scheint das, dann sagt er, werden sich die Atome verändern, also die Struktur der Atome. Und draufgekommen ist er eigentlich, dass es für sowas dienlich wäre, weil die einen schwierigen Fall hatten, das ist ja in Hongkong, und eine Schule war direkt, also eine Schule, wo man Musik macht, war direkt neben dem Krematorium und da konnte man 6 Zimmer nicht benutzen, weil die stark übel gerochen haben. Und dieser Musiklehrer hat dann dieses Gerät in den Raum gestellt und innerhalb von 10 Minuten waren die schlechten Gerüche weg. Also das ist ja auch interessant, da kennen wir die Zusammenhänge auch eigentlich noch gar nicht. Also wenn ich das Atom ändere in der Struktur, warum verändern sich dann die Gerüche? Wissen wir nicht. Also ich weiß, Und wenn der Klang. und der Klang, also du bist wie in einem Konzertsaal. Das ist absolut fantastisch, kann man natürlich nicht zeigen hier, aber es ist wirklich fantastisch. Und jetzt sagt er, meine Freundin, die mich mit ihm in Kontakt gebracht hat, die verkauft dieses Raumenergetisierungsgerät in rauen Mengen, weil die Leute viel besser schlafen. Also mein persönliches Gefühl ist, aber das ist immer, wie gesagt, immer so ein bisschen einfach im Moment noch Gefühl, keine wissenschaftliche Erklärung dazu. Aufgrund der Strukturierung der Atome können diese unordentlichen Frequenzen, wie zum Beispiel diese elektromagnetischen Frequenzen, ein riesen Wirrwarr in der Atmosphäre, Chaos, gibt ja totales Chaos. Und ich vermute, dass die dann nicht mehr tangiert werden, weil sie eben strukturiert sind. Ein Kunde hat mir etwas Erschreckendes erzählt, der ist Hobbyfunker. Und der hat früher, vor 15 Jahren, konnte der aus der Schweiz bis nach Norwegen funken. Weißt du, wie weit er heute noch kommt? 1,5 Kilometer weit. Was? Ja, ich konnte es nicht glauben. Das heißt, die Mit den Störfrequenzen, gleichen Geräten, ja, also. gleiches Gerät, die Störfrequenzen scheinen so extrem zu sein, dass der nicht mehr durchkommt mit seinem Funkgerät. Also da habe ich mir auch gesagt, wenn das der Fall ist, dann bin ich erstaunt, dass nicht noch mehr Leute viel extremer krank sind. Ja, das muss einen dann wirklich wundern. Ich meine, jeder rennt mit dem Handy rum, jedes erzeugt ständig ja eine Verbindung, stellt ständig eine Verbindung, auch wenn er nicht telefoniert mit dem Richtig. nächsten Knotenpunkt her. Das sind ja unzählige Digitalgepulse, kommt ja dazu. Es sind ja keine natürlichen Ja, genau. analogen Wellenformen wie Sprache oder Funk, sondern es ist ja harte Rechteckformen, ja. abgeschnittene, rechteckige Genau. Formen, die eben nicht natürlich sind. Und das massenhaft. Okay. Also, das ist das, was wir haben. Das könnte harmonisiert werden jetzt mit Das ist dem. nicht das, Das gell? ist nicht das. Nein, nein, Okay. nein. Das andere ist ein viereckiges Kästchen, das stellst du in den Raum und dann, also vor allem ins Schlafzimmer, empfiehlt es für guten Schlaf, gute Atmung. Und wenn du jetzt eine optimale Wirkung hast, dann stellt man es als ein Dreieck auf in seinem Raum. Nein, das ist ja wieder, Das ist das nächste. das sieht einfach, das haben wir ja schon mit dem Muskeltest gezeigt, im Garten. Ja, das haben wir gar nicht aufgenommen, oder? Doch, haben wir Aber aufgenommen, okay. haben wir dich wunderschön, Okay. wenn ich mich richtig erinnere, haben wir Ja, ihn okay, wunderschön das hochgehoben. gut. Und das kommt Das kann die Kamera gar nicht verarbeiten. Also die unglaublich. senkrechtigen Striche sind Das ist ein Kameraprobleme. rechtsdrehendes Licht und das ist von einem, ich vermute, ich weiß es noch nicht genau, aber vermutlich ist von einem Engländer, einem englischen Arzt erfunden. Und das Grundkonzept war diese Scheibe.
Die ist eigentlich in Europa, also die Kristallscheibe, die ist in Europa überhaupt nicht bekannt. In Asien. Zeigen wir, die gucken wir, zeigen wir mal ein bisschen größer vielleicht so. Also das ist ja wie so ein Marmeladendeckelglas, ein Wegglasdeckel, so. Aber 6, 7 Punkte. Okay. Ja. Erzähl weiter. Ja? Ja, und in Asien ist das eine Riesensache. Ich habe sogar übrigens hier noch nie davon gehört, in Uganda wird das verkauft. Aha. Für ungefähr 700 US-Dollar. Nur die Scheibe. Ja. Also sehr teuer. Und das Interessante ist jetzt, man hat gesehen, dass indem dass sich das Licht bricht durch diese Scheibe, hast du zum Teil ganz gewaltige Veränderungen, auch wieder im Organismus, im Wohlbefinden und in der Körperkraft. Jetzt machst du also. Wir haben es ja im Grunde jetzt vor der Sendung mit der Rita gemacht. Wir wollen es jetzt während der Sendung nicht machen, aber wir haben im Grunde ausprobiert, Muskeltest mit der Scheibe. Ohne Scheibe, dann nur mit dem Licht, ja. Oder zusammen. Und die Scheibe alleine hat eine sehr starke Kräftigung gezeigt. Also wir machen es jetzt nicht, weil wir sagen, naja, mal sehen. Wir verkaufen es mal, sondern du probierst es aus. Wir haben es ausprobiert, ob es funktioniert. Und mit dem Muskeltest kann man ja auch nicht viel faken. Wir haben mal gefragt, machst du das jetzt, weil du es dir einbildest? Machst du dich jetzt gerade extra schwach oder spielst du was? Nein. Nein, das lässt sich nicht gefälscht. Okay, also diese Scheibe alleine ist schon diese Scheibe ist ein Hit. Wann kriegt ihr das endlich mit? Okay. Und dann gibt's noch das Licht dazu. Ja, jetzt macht man also diese Scheibe auf diese LED. So ein bisschen Tupperware. Lichter. Und dann haben wir ja das Licht schon gesehen. Das ist also rechtsdrehendes Licht. Ich habe in Uganda das erste Mal das selber versucht. Ich habe ein Heilmittel gemischt für eine sehr schwer kranke Frau und habe das dann, bevor ich sie verabreicht habe, 3 Minuten, habe ich genau auf die Uhr geschaut, habe ich es rechtsdrehend gedreht und habe dann mit dem Pendel getestet, Energie vorher, nachher. Und der Unterschied ist wirklich frappant. Und ich vermute, also nein, ich glaube, dass es genau in die Richtung geht. Also rechtsdrehende, relativ hochschwingende Frequenz, und da lädst du den ganzen Organismus, hier lädst du auf. Du kannst es auch nehmen, vielleicht auch für Präferenzsache, ähnliche Sache wie mit dem Eiwand, einfach für Muskelsachen und so. Ich habe jetzt selber persönlich noch ein bisschen zu wenig Erfahrung, aber ich werde das versuchen an dieser 83-jährigen Frau, die nicht mehr laufen kann. Mhm. Da bin ich sehr gespannt. Ja, spannende Sachen, die du da immer wieder entdeckst. Dann, was wir noch auf dem Tisch liegen haben, ist diese Jackfruit, die hatten wir ja schon mal besprochen. Wir knabbern immer mal so ein bisschen da dran, eben hoch. Energetisch oder, ja, offenbar gibt sie Energie und Kraft, und du hast es ausgependelt und mit dem Muskeltest merkt man es auch. Also eine Menge unterschiedliche Dinge, die einem Kraft und Energie geben. Ja, also was halt hier finde ich sehr wichtig ist, dass man jetzt zum Beispiel, wenn man den Kindern lieber sowas Sinnvolles, energetisch extrem Hochwertiges gibt, irgendwie was man einfach entweder nicht weiß, oder man kann natürlich auch den Muskeltest machen mit dem Kind. Das geht problemlos. Und dann sieht man, wie stark das Kind ist. Und interessanterweise ist ja, dass diese Dinge alle gut schmecken. Ja. Es ist ja nicht so, dass das Gesunde nicht schmeckt. Ist doch so, schmeckt kann ja. Kann man wunderbar kauen. Das genau, ist, schmeckt super, super gut. Lecker. Also für jedermann absolut zu empfehlen. Jackfrucht. Ja. Mit diesen fantastischen Strukturen an der Außenhaut, wirklich eine ganz tolle Sache. Ja, es wird nicht langweilig mit dir. Sonst noch irgendwas, was du im Gepäck hast, oder noch ein paar Erfahrungen aus Afrika, die du uns erzählen willst? Also, wir haben ja schon eine Sendung gemacht. Du erlebst ja unglaubliche Sachen und gehst immer auf die Menschen zu, probierst Sachen aus, guckst, wo kann man helfen. Ja. Aber auch immer, wenn es was Neues gibt, probierst du es aus. Ich habe eine gute Geschichte. Das ist so. Das war eine Frau, vielleicht um die 30, die konnte seit 4 Jahren kaum mehr atmen. Tag und Nacht. Als ich die gesehen habe, bin ich echt erschrocken, weil wir eigentlich gedacht haben, die wird sterben. Und dann habe ich sie getestet und dann haben wir ihr was gegeben. Übrigens das MSM haben wir ihr gegeben, plus noch vielleicht noch was anderes. Und am nächsten Tag haben wir sie wieder besucht und dann kommt sie mit einem riesen Smile uns entgegen und war zu 90% gesund. Haben uns natürlich riesig gefreut.
Das ging dann immer aufwärts, 2 Wochen circa. Ich habe sie aber übrigens gefragt, weil ich vermutet habe, da stimmt was geistig nicht. Mhm. Ich habe sie gefragt, du, was ist denn da passiert vor diesen 4 Jahren? Da muss irgendwas gewesen sein. Aber die Afrikaner, die sind nicht so freigiebig oder freizügig mit ihren Gefühlen. Also sie halten sehr viel für sich zurück. Das heißt, wir wussten das nicht. Und dann, nachdem es ihr 2 Wochen gut ging, hatte sie einen totalen Kollaps. Also wie der Ursprungszustand. Und dann waren wir natürlich ein bisschen ratlos. Und dann haben wir für sie gebetet. Dann ging es aber nicht besser direkt nach dem Gebet. Sondern am nächsten Tag ging sie 90% besser. Also die konnte alles machen, konnte laufen, wieder schlafen, tipptopp. Und dann in einer Kirche sagt sie meinem oder unserem Mitarbeiter, wir haben ja da so 2, 3 Leute, die da auch da eigentlich diese neue Theorie oder diese neue Praxis weitervermitteln, sagt sie ihm, warum sie das Problem hatte. Und das ist wirklich hochinteressant für uns. Und zwar, vor 4 Jahren ist ihr der Vater im Traum erschienen, also ihr eigener Vater erscheint ihr im Traum und bedroht sie und will sie wie umbringen. Und das hat natürlich einen Schock ausgelöst, das ist ja klar. Ja. Und die hat natürlich auch aufgrund dessen, dass sie natürlich vermutlich auch immer diese Angst bei sich hatte, hat sie diese extreme Reaktion dann bekommen. Und dann haben wir ja, was für mich noch nicht ganz klar ist, warum wirkt dann das Mittel so schnell? Das war natürlich noch ein bisschen rätselhaft. Ja. Gleichzeitig könnte man sagen, alleine durch die Anteilnahme, dass sich jemand nach 4 Jahren wieder um sie kümmert und sie sieht, da kommt jemand, der macht das kostenlos und der nimmt wirklich Anteil. Vielleicht hat das schon eine heilende Wirkung gehabt, das weiß ich natürlich nicht. Über Ängste reden ja auch. Hat sie eben nicht. Ach so. Das ist eigentlich schade. Das hat sie erst, nachdem sie wirklich geheilt war. Und dann kommt ja jetzt der Punkt, dann hat sie ja wieder diesen Rückfall gehabt nach 2 Wochen. Da wussten wir ja nicht warum. Jetzt hör mal zu, was da passiert ist. Jetzt kommt dieser Vater nochmal im Traum. Und ich kann es auch nicht glauben. Und hat die nochmal erschreckt. Und dann ist sie sofort rückfällig geworden. Und dann haben wir gebetet und am nächsten Tag war sie stabil. Ich habe sie jetzt sicher 4, 5 Wochen nicht mehr gesehen. Aber die letzte Info war, es ging ihr sehr gut. Aber jetzt weiß ich nicht, was passiert ist. Natürlich. Ja. Wenn die nicht aus dieser Angst rauskommt, da war vielleicht auch mal was, als ich habe dann gefragt, war da was, als du Kind warst, und die denken ja viel zu wenig über solche Zusammenhänge leider nach, also da kriegt man wenig Informationen. Aber das ist einfach interessant für uns zu sehen, der gewaltige Einfluss von Emotionen auf unseren Organismus. Ja, und du hast ja erzählt, da wird auch viel schwarzmagisch und mit Geistern und so, Geisterbeschwörungen und so gearbeitet. Ja. Kann ja auch sein, dass irgendjemand ihr das sozusagen... Das hat sie selber vermutet. Ihr das geschickt hat, ne, diesen Vater. Also genau. Das würde ein Vater ja normalerweise nicht machen, wenn er in der geistigen Welt ist, sozusagen, würde man annehmen. Aber man weiß es natürlich nicht. Nein, weiß man nicht. Also einfach eine hochinteressante, leider traurige Geschichte, aber davon gibt es natürlich unzählige. Ja. Hier behört man auch nichts in solcher Beziehung, also da spricht man auch nicht darüber, das wird alles unter den Tisch gekehrt. Ja. Aber einfach für uns, die wir schon ein bisschen weiterdenken, denke ich doch sehr nützlich. Also es kann dann teilweise eben auch mit den Hilfsmitteln, die du hier teilweise im Programm hast, auch bei solchen Sachen geholfen werden, die man ja, sage ich mal, jetzt auf der Ebene schlecht angehen kann, es sei denn, man bittet dann wirklich irgendwie wie die Engel, dass sie diesen Vater da irgendwie mal sich zur Brust nehmen oder wie auch immer oder ins Licht führen oder was auch immer. Aber da hat ja auch nicht jeder Zugang zu und man weiß ja nicht, ob es klappt. Ne? Ja. Sehr spannend. Was gibt's sonst noch? Du hast ja, wie gesagt, immer eine ganze Menge. Du hast über Turmalin auch gesprochen. Das ist ja ein Stein. Ja. Wie wirkt der? Und das ist auch neu für mich. Also den haben wir ja bis jetzt angewendet, vor allem in Betten, also Bettsachen. Und dann habe ich das Pulver ausgetestet. Da gibt es zum Glück eine gute Webseite im Internet, im amerikanischen. Und das wird da fantastisch beschrieben. Und dann haben wir das angefangen damit. Das ist wirklich hervorragend. Energetisch für mich im Moment das Beste, was es gibt. Also geht wirklich bis zum Anschlag. Und das nimmt man zur generellen Kräftigung, zur Entgiftung. Eben bei Impfschäden ist übrigens gleiche Indikation wie das, hochinteressant. Also macht das Gleiche, einfach ein anderes Element. Hier hat man natürlich
Die Jackfruit. Die Jackfruit hat natürlich vielleicht den Vorteil, dass du noch andere Stoffe drin hast, also Pflanzenstoffe und Mineralstoffe und solche Sachen. Ja. Das ist hier natürlich sehr interessant. Also man kann immer verschiedene Sachen ausprobieren und dann halt je nach Gusto wählt man dann halt. Auch mit Experimentieren, das machst du ja auch mit diesen ganzen Dingen, jetzt mit, ob es mit dem Eiband ist. Wir sind immer noch am Gucken bei jedem, der ist es wieder was anderes. Man kann nicht sagen, mach das und dann ist das weg, sondern dann kann man experimentieren, was passiert, wenn man irgendwelche, man kann sich, wie gesagt, diese Meridianpunkte ja mal angucken, also ein bisschen mit der Akupunktur auch beschäftigen. Da gibt es ja diese Puppen, die diese ganzen Punkte haben oder richtig. Gibt Darstellungen. Und manchmal ist ja ein Energiepunkt ganz dicht, also man muss den schon genau treffen, um da ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen. Ja, bei dem natürlich nicht. Übrigens kann man damit auch die Triggerpunkte schmerzlos... Die was? Die Triggerpunkte. Ja. Die kann man schmerzlos damit befreien. Das ist natürlich sehr angenehm. Normalerweise, wenn du auf den Triggerpunkt gehst, dann ist das sehr, sehr schmerzhaft. Damit hast du keine Schmerzen. Ja. Aber ich wollte eigentlich, jetzt mache ich einen ganz extremen Themenwechsel, weil das wollte ich eigentlich schon vorhin sagen. Du hast gesagt, nicht gelesen, sondern praktisch. Das stimmt. Also ich hätte nicht so viel gelesen, sondern eher praktisch. Das stimmt natürlich nicht. Du liest natürlich auch, aber... Ich bin eine Leseratte. Ja. Also schon als Kind habe ich Bücher verschlungen. Also ich habe diese Literatur, also riesige Bücherregale gehabt zu Hause und habe natürlich sehr viel mich auch informiert. Sonst wüsste ich ja auch viele Sachen nicht. Genau. Und dann muss man natürlich mit der Zeit einfach schauen, lohnt sich das zu lesen oder lohnt sich das nicht. Was man hier sagen könnte, wäre vielleicht, bevor ihr ein Buch lest, macht doch einfach den Muskeltest und schaut, ob das Buch überhaupt gut ist zu lesen. Also das ist immer interessant. Ich benutze ja auch den Pendel, wenn ich jetzt ein Buch habe, klingt super, Lichtarbeit oder was auch immer. Ja. Und du machst einen Test und siehst, oh, ist überhaupt nicht stärkend. Im Gegenteil, dann lasse ich doch lieber gleich bleiben. Da kann ich mir den geistigen Magen damit verderben, genauso wie ich mir den irdischen Magen verderben kann. Hm. Wenn ich zu viel geistige, ungute Kost zu mir nehme, dann hat das mit Sicherheit auch eine Wirkung auf uns. Absolut. Da denkt man natürlich nicht drüber nach, aber ich denke, das lohnt sich mal darüber nachzudenken. Und mit diesem kleinen, simplen Test können wir das ziemlich gut verifizieren. Ja, aber den kann man schlecht alleine machen, den Muskeltest. Also man bräuchte immer jemanden dazu, der einen dann das ist richtig. Testet. Das ist richtig. Wir haben zum Beispiel früher, das kann auch, also wenn jetzt Therapeuten zuschauen, EAV nach voll zum Beispiel, kann man ja die Akupunkturpunkte werden dann ausgetestet. Und dann sieht man auch sofort, wenn jetzt etwas der Wahrheit entspricht, ist der Körper sofort von Blockaden befreit. Das ist ja das Gleiche, was wir gesagt haben mit den Wörtern. Mhm. Also wenn ich jetzt das Wort geil 10-mal sage, oder du hast gestern gesagt, irgendein ungutes Wort, und dann haben wir sofort gesehen, das schwächt. Mhm. Das Gleiche gilt natürlich sowohl für Geistige, für Gedanken, Gefühle, Literatur. Emoto hat das ja mit dem Wasser schon sichtbar gemacht, dass wenn man nur aufs Glas schreibt, Liebe oder gewaltig. Hass, oder das reißt zum Beispiel, den die Kinder... an die Eingangstüren ihres Klassenzimmers gestellt haben und dann zum einen Glas haben sie jeden Morgen gesagt, blöder Reis und so, ich hasse dich. Zu dem anderen Liebe und Licht und das eine Reis wurde sehr schnell schlecht, der andere hat sich viel länger gehalten. Also man kann solche Sachen natürlich auch selber einfach mal ausprobieren. Das heißt, bestimmte Worte, auch Musik, da gab es bei Emoto ja auch riesige Unterschiede, ob du jetzt Heavy Metal hörst oder Beethoven oder Mozart. Das gibt ganz andere Ergebnisse. Und das sind dann natürlich alles Informationen, die gehen in die Zellen rein, in den Körper rein und wir sind uns gar nicht bewusst, was wir uns da alles reinziehen. Ich habe ja gestern, das kannst du dich vielleicht noch erinnern, das Beispiel erzählt mit der Bildzeitung. Also wenn jetzt ein Therapeut testet oder er glaubt zu testen und dann hat er eine Bildzeitung da zufällig und denkt nicht daran und der Artikel ist gerade was Grässliches, dann, so wie es aussieht, wird er nicht in der Lage sein, richtig objektiv zu testen, weil einfach das Energiefeld dieses üblen Geschriebenen da ihn verändert oder eben sogar umpolt. Ja. Das ist ja auch das Drama, das wissen wir ja oft nicht. Also wir haben ja gerade vorhin gesehen beim Test, sobald du ein Stromkabel, gerade die Frauen, in die Hand nimmst, bist du komplett geschwächt. Und wenn du dann in diesem Zustand natürlich pendeln würdest, oder Bioresonanz ist das Gleiche, dann sind die Aussagen natürlich äußerst unzuverlässig. Darum einfach äußerste Vorsicht
auch für sich selbst, damit man sich nicht selbst in die Irre führt. Solche Zusammenhänge ist sehr wichtig zu wissen und zu erkennen. Nur dann kann man auch wichtig die richtigen Schlüsse ziehen. Ja, das ist interessant und, glaube ich, ein wichtiger Hinweis, auch wenn man jetzt vielleicht zu einem Therapeuten oder zu jemandem geht und der hat dann eben die Bildzeitung oder was auch immer, oder irgendein Buch Horror oder ein Horrorfilm im Regal stehen, das ist ja auch, ne, oder ne, ja. Das kann auf einer CD sein, das kann auch im Film sein und man ist sich gar nicht bewusst, was da im Zimmer so alles rumliegt und das alles erzeugt Felder, so Energie. So wie es aussieht. Ja. Und da müssen wir wirklich drauf achten, also ein ganz wichtiger Hinweis, was man bei sich zu Hause hat, aber auch wenn man jetzt, wie gesagt, zu Leuten geht, die vielleicht Lichtarbeit machen und dann sieht man vielleicht dann doch, dass nicht alles lichtvoll ist. Mir fällt gerade noch ein anderes Thema ein, das ist auch was, man weiß, dass diese Matrix-Geschichte, ich habe da mit jemandem vor kurzem darüber gesprochen am Telefon und das Thema kam ja, wenn ich mich richtig erinnere, kam ja vom Sheldrake. Rupert Sheldrake, kennst du die morphogenetischen Fälle? Genau. Ja. Also ich nehme an, das ist auch daraus entstanden, dass man dann gesagt hat, alles ist miteinander vernetzt und verknüpft. Mhm. Und ich denke, der wesentliche Fehler, den wir da machen, ist, das ist mir aber wirklich nur im spontanen Gespräch mit dieser Person ist mir das eingefallen. Der Sheldrake beschreibt ja das bei den Spatzen in England mit diesem Creme, also Milch. Das musst du noch mal erzählen, das weiß ich jetzt gar nicht. Also es sind einfach, die haben festgestellt, dass, die haben da so Milch vor die Türen gestellt in England und dann haben die Spatzen das gemerkt, dann hat sich das im ganzen Land verbreitet, so, dass die Spatzen diese Milch irgendwie aufschlecken oder so. Mhm. Und daraus hat man dann geschlossen, dass sich aufgrund des morphogenetischen Feldes diese Information weiter verbreitet. Ich denke aber, der grundlegende Fehler, und ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass mir da jeder zustimmen wird, ist einfach der, der Spatz ist nicht vergleichbar mit einem Menschen. Hm. Wenn ich jetzt eine kleine Gruppe von 10 Leuten habe und erzähle das Gleiche, so wird dennoch jeder erstens seine ganz eigenen Schlüsse daraus ziehen. Und jetzt kommt aber noch das Wichtigste, er wird vielleicht gar nicht danach handeln. Hm. Und der Spatz natürlich, weil er einfach noch in einer Gruppenseele ist, bei dem scheint das zu funktionieren, bei den Affen ist ja ähnlich, die sind auch noch eher da. Gibt es ja das Beispiel auch mit dem 100. Affen und wo von einer Insel quasi dann eine Praxis, die die machten, um da die Kartoffeln zu waschen, bevor sie gegessen haben, auf einmal auf der anderen Insel, obwohl die gar keinen Kontakt hatten miteinander, diese Affen das auch übernommen haben. Ja. Das ist ja das Beispiel, wo man sagt, wenn eine bestimmte Menge von Affen in diesem Fall, also der 100. Affe, dann ein bestimmtes Bewusstsein haben, dass das dann überspringt sozusagen, was ja dann auch immer ein Hinweis darauf ist, wenn genügend Menschen auf der Erde jetzt, sage ich mal, ein bestimmtes spirituelles Bewusstsein entwickeln, das kann dann, reicht eine Minderheit, aber das überträgt sich dann irgendwann auch auf alle anderen. Und das ist die Frage, ob das richtig ist. Das ist natürlich die Frage, also wenn ich mir jetzt vorstelle, da haben wir glaube ich schon mal kurz darüber gesprochen, jetzt komme ich nach Afrika und sagen wir jetzt mal rein theoretisch, ich bringe jetzt ein hochentwickeltes Bewusstsein mit, lebe das aber nicht. Hm. Die Leute werden davon nichts merken. Klar. Die werden an mir vorbeilaufen, werden das nicht merken. Das heißt, der Schlüssel ist offensichtlich die Tat. Ich höre, das hörst du ja auch, ich höre ja oft, ja, ich muss nur das denken und dann wird das so und so passieren. Und für mich ist eigentlich wirklich der Grundsatz, ich muss das denken, wenn ich es für richtig finde, und dann muss ich es vor allem tun. Wenn ich die Tat unterlasse, dann fehlt das Wesentliche an der ganzen Sache. Ja. Also ich wollte eigentlich damit nur sagen, dieser Matrix-Gedanke, der ist ja, sagen wir mal, von der Grundlage her nicht falsch. Wir sind ja alle verknüpft, das ist ja definitiv so. Aber ich kann nicht meine Schlüsse auf dich aufpfropfen, das geht nicht. Du und ich, wir müssen selbst dann zu diesen Schlüssen kommen durch reifliches Nachdenken, durch Experimentieren, durch Ausprobieren. Und das finde ich ist einfach hinderlich, weil die Menschen glauben, ich habe schon Leute so kennengelernt, die sind ins Tal des Todes, Nevada gefahren
glaube, 2 Wochen und haben dafür den Frieden gebetet. Und ich sage mir dann wörtlich, ja, du siehst ja immer noch Krieg. Ja, sage ich, ja, warum bist du überrascht? Hm. Ja, bist du überrascht deshalb? Ich bin gar nicht überrascht. Die Menschen können tun und lassen, was sie wollen. Da kannst du beten, wie du willst. Na, ich denke, da wird ein Einzelner natürlich auch nicht so ein riesiges, starkes Feld erzeugen können. Es wäre natürlich, wenn jetzt 10 Leute um dich wären, die bestimmten Gedanken jetzt wirklich manifestieren würden, dass du vielleicht den dann irgendwann übernehmen würdest. Aber ein Einzelner... Das wäre dann Manipulation, wollen wir das? Nein, das nur als Beispiel. Also so können, wir haben ja das Massenbewusstsein, was eben teilweise eben auch sich vieler Dinge nicht bewusst sind. Hm. Oder wir haben, was weiß ich, wir glauben, dass wir uns mit AIDS anstecken können und Milliarden Menschen glauben das. Und wenn ich jetzt einen HIV-Positiv-Test hätte, dann wäre schon das ist eine große Leistung, jetzt einfach aus dem Gedanken rauszukommen, dass ich jetzt ein tödliches Virus im Blut habe. Das wäre für mich, wäre das Voraussetzung überhaupt, dass ich das dem entrinnen kann, dass ich gar nicht in diesen Glaubenssatz da übernehme, dass ich jetzt ein tödliches Virus habe. Also nehmen wir mal jetzt an, wir gehen mal davon aus, es gibt diesen tödlichen Virus. Gibt's den? Nehmen wir an, also es gibt Leute, die sagen, das ist nicht nachgewiesen. Ich bin kein Gut, das wissen wir beide. Aber sagen wir mal, es gibt tödliche Viren. Wenn ich jetzt im Glauben bin, dass ich nur durch Gedanken diesen tödlichen Virus von mir wegkriege, dann denke ich, haben wir ein echtes Problem. Weil ich kenne zig Leute, die versuchen, ihre Prostata zu heilen mit Gedanken seit Jahren, ohne den geringsten Erfolg. Mhm. Also ich denke, wir müssen da schon ein bisschen unterscheiden. Bist du oder auch ich in der Lage bist, die Materie zu verändern, Es kommt vielleicht nach 2012 oder so, ich weiß es nicht. Dann musst du viele Stunden sehr intensiv meditieren, bis du auf dieser Stufe bist. Und selbst dann kannst du es nicht garantieren. Also ich denke, es macht durchaus Sinn, wenn ich jetzt krank bin, ich bin ja auch krank ab und zu, dann ist für mich sehr wichtig, dass ich weiß, was habe ich denn überhaupt? Und erst wenn ich das weiß, kann ich auch die notwendigen Schlüsse ziehen. Mhm. Also wenn ich jetzt ständig, wie wir ja da im Garten gesehen haben, diese 2 Punkte hier hinten schmerzen, dann weiß ich aufgrund der chinesischen Lehre, dass ich Angst habe und dass ich halt wirklich seelisch mich da lösen muss. Wenn ich aber ständig Husten habe, dann muss ich halt mal schauen, entweder will ich was loswerden oder ich bin wirklich von einem Pilz befallen, da muss ich den Pilz töten. Mhm. Also ich laufe halt immer auf zwei Ebenen. Also es gibt die irdische Bedrohung, die physische und dann gibt es eine geistige Bedrohung und beide Seiten müssen wir versuchen zu harmonisieren und konkrete Lösungen anbieten. Das ist ja der Schlüssel. Also das ist ja übrigens das, was ich ständig versuche, also eine konkrete Antwort auf zum Teil unlösbare Probleme zu finden. Ich habe ja auch nicht für alles eine Lösung, aber zum Teil für sehr, sehr unglaubliche Probleme versuchen wir eine konkrete, lebbare Lösung zu geben. Und das finde ich spannend, das ist auch sehr real, da können die Leute auch sofort nachvollziehen. Das, denke ich, ist auch sehr wichtig. Also selbst, ich bin ja auch jemand, der denkt letztlich, wenn meine Gedanken wirklich so stark wären und ohne Zweifel, dann könnte ich wahrscheinlich die tollsten Sachen machen, aber ich habe ja die Zweifel. Ich habe ja auch das, ich weiß ja, dass Milliarden Menschen denken, dass man das und das nicht kann. Und dann denke ich natürlich auch, ich kann es nicht. Also ich bin mir einerseits, glaube ich, wenn ich wirklich den Gedanken so stark hätte, dass dann Wunder möglich wären, sagen wir mal so. Alles, ich weiß es nicht. Wunderheilungen, sage ich mal. Wunderheilungen habe ich schon erlebt. Ja, okay. Und also für mich ist alles möglich, aber ich weiß, es darf nicht immer alles stattfinden. Aber prinzipiell ist alles möglich. Gut, das hat auch seine Gründe, es haben ja Krankheiten auch ihre karmischen oder wie auch immer, er hat ja eine Ursache und vielleicht einen Grund, auch sich bestimmte Dinge mal anzugucken, wenn jetzt zum Beispiel da jemand Angst hat und sich dessen gar nicht bewusst und sagt, ich habe keine Angst, ist natürlich auch schwer, das Thema anzugehen, das ist ganz klar. Aber ich denke, deswegen sind solche Hilfsmittel eben jetzt wichtig, weil die wenigsten von uns eben geistig so weit sind, dass sie sagen, ich mache das alles geistig. Wie du gesagt hast, Prostata brauche ich nur stark genug glauben, dann geht das weg. Klappt ja bei den meisten Menschen nicht. Deswegen. Du hast gesagt, die Hilfsmittel sind wichtig. Weißt du, für was für mich die Hilfsmittel wichtig sind? Das hat jetzt gerade die Rita vorhin gut gezeigt. Sie sind wichtig, damit wir in diesem gewaltigen Wirrwarr an elektromagnetischen Frequenzen, Umweltgiften
vernünftig unseren Organismus durchbringen. Also eine Harmonie reinbringen, das ist ja eigentlich etwas alles, was harmonisiert. Ne? Genau. Wir haben das, dass die Atome mit dem Eiwand harmonisiert werden. Zum Beispiel der Freund von mir, der ja diese Konvergenzfehler hat, der könnte jetzt damit leben. Er sucht seit 15, 20 Jahren nach einer Lösung, findet keine. Jetzt hat er dieses Hilfsmittel in der Hand, macht so, und innerhalb von 2 Sekunden sind seine Augen in Ordnung. Und du siehst es sofort auch, wenn du... Sofort. Mhm. Das heißt, stellt sich die Frage, will ich dieses Hilfsmittel nutzen? Das gleiche gilt für diese Bänder, haben wir gesehen mit dem Test. Mhm. Will ich sie nutzen, ja oder nein? Für mich ist keine Frage, ich will sie nutzen, weil ich vermute, dass sehr viele Probleme, die wir haben gesundheitlich, eben aufgrund dieser extremen Umwelteinflüsse sind. Und darum bieten die uns einfach ein hervorragendes Hilfsmittel, das wir jetzt in diesem wunderschönen Fall oder mit den Armbändern können wir überall mitnehmen. Übrigens die Armbänder, wenn ich jetzt was kaufe, ein Getränk irgendwo, gibt ja nicht immer gute Sachen, dann entweder lege ich das rum so und das ist dann also völlig unglaublich, wenn du jetzt ein Leitungswasser hast, Energieschwingung 2, legst das rum, hast nach 3 Minuten hast du 16. Also du pendelst das ja dann auch aus. Ja, das will ich immer verifizieren. Genau, also da kann natürlich jeder, der pendelt, kann es ausprobieren. Aber eben auch mit einem Muskeltest kann man vieles rausfinden. Und wie gesagt, du experimentierst dann mit allem, was du hast. Auch jetzt hier mit, was weiß ich, Wasser zu energetisieren, indem du mit dem Eiwand oder was auch immer. Oder mit dem anderen Ding, was wir hier gezeigt haben. Kann man alles ausprobieren. Ja. Also das ist ja auch noch gar nicht alles, sage ich mal, ausgereizt, dass man sagt, das musst du dann so machen. Richtig. Sondern man kann ja noch neue Sachen, neue Anwendungsgebiete sozusagen entdecken. Ne? Ja. Den man einfach sagt, das macht das Leben irgendwie spannend. Genau. Auf alle Fälle. Spannend und vielseitig. Ja, spannend und vielseitig sind die Gespräche mit dir immer. Wir haben ja gar nicht gewusst, ich habe noch nicht mal gewusst, auf was ich mich einlasse. Habe auch als Moderator eigentlich mich ins kalte Wasser gestürzt mit das dir. Das ist ja immer schön bei dir. Ja. Dass man einfach so. Und es kommt immer irgendetwas raus, was vielleicht dem einen oder anderen hilft. Und dafür danke ich dir, Andreas Schaufert. Ich danke dir auch.